Jetzt zur Frage, wie wir KI in der Hochschulbildung anderweitig noch einsetzen können. Es geht um didaktisch sinnvolle Konzepte. Natürlich werden wir viel erleben in der Zukunft, wie Predictive Analytics, Dialogsysteme à la ChatGPT, haben wir gestern zigfach verwendet den Begriff, oder intelligente Tutorsysteme in unseren Alltag einziehen werden. Und Ute Schmid geht jetzt auf zentrale Anforderungen an die KI-Curricula ein und identifiziert Chancen und Risiken, etwas, was wir auch gestern häufig getan haben, von KI-Tools für die Lehre. Sie stellt uns kurz das BMBF-Verbundprojekt vom Lernenden Lernen aus dem Projekt KI in der Hochschulbildung vor. Und ganz kurz vorgestellt, wer ist Ute Schmid, die heute leider nicht da sein kann, aber aus den besten Gründen uns remote zugeschaltet ist, weil sie nämlich nach dieser Keynote direkt in den Girls' Day in Bamberg springt und dort Verantwortung übernimmt. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für kognitive Systeme an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg und lehrt und forscht seit mehr als 20 Jahren im Bereich KI zur Kombination, jetzt lächelt sie schon im Netz, von Ansätzen der erklärbaren KI, also XAI, und intelligenten Tutorsystemen. Ich könnte jetzt ganz viel über sie erzählen. Sie ist natürlich auch Teil des KI-Campuses und des BMBF-Verbundprojekts von Lernenden Lernen. Und für ihr Engagement, was ich interessant finde, weil sie sich sehr viel um Education auch ehrenamtlich bemüht, wurde sie ausgezeichnet mit dem Rainer Markgraf-Preis. Jetzt herzlich willkommen, Lernen über und Lernen mit KI, mit Ute Schmid. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute auf der KI Campus Stage über Lernen über und Lernen mit KI sprechen darf. Auf meiner ersten Folie sind ziemlich viele verschiedene Logos. Natürlich habe ich das Logo vom KI Campus hier. Dort haben wir ja zwei Kurse, einen zu Explainable AI und einen zu Data Literacy für die Grundschule. Dazu sehen Sie hier das Logo unseres BMBF-Verbundprojektes von Lernenden Lernen. Das ist aus dem Programm KI in der Hochschulbildung, wo wir eben uns auch mit KI-Lösungen für die universitäre Lehre beschäftigen. Außerdem finden Sie hier das Logo der Gesellschaft für Informatik, GI, wo ich die Freude habe, im Fachbereich KI den Arbeitskreis KI in Schulen kurz KISS zu halten. Und schließlich habe ich noch zwei Logos aus Bayern mitgebracht, nämlich einmal vom Schulversuch KI at School und zum zweiten vom Bayerischen Institut für digitale Transformation, bei dem wir uns eben auch mit verschiedensten Aspekten der digitalen Transformation unter anderem in der Bildung beschäftigen. Und wie jeder und jede aktuell natürlich auch mit dem Thema ChatGPT-3 oder ChatGPT unter Einfluss auf Bildung und Lehre an Schulen wie Universitäten. Ich fange recht allgemein an, weil ich immer gerne doch noch mal ein bisschen gerade rücken will, das ist so ein Grundverständnis von künstlicher Intelligenz. KI ist nicht eine neue Erfindung von irgendeiner Marketingabteilung von einem Tech-Unternehmen Silicon Valley. Nein, KI ist eine ganz altehrwürdige Teildisziplin der Informatik, deren Beginn man genau datieren kann aufs Jahr 1956, wo der KI-Pionier John McCarthy in Stanford eine Tagung organisiert hat, um verschiedene Kollegen einzuladen, die alle davon ausgehen, dass man alle, heute würde man vielleicht eher sagen viele oder wichtige Aspekte menschlicher Intelligenz durch Algorithmen formalisierbar und entsprechend als Computerprogramme simulierbar machen kann. Das war also sozusagen der Antrieb, die Motivation hinter dem Teilgebiet KI, der Gründung dieses Teilgebiets als Teildisziplin oder Teilbereich innerhalb der Informatik.
Eine Definition, die ich selber sehr schön finde, ist von der KI-Forscherin Elaine Rich aus einem Lehrbuch, ursprünglich 80er Jahre, in der letzten Auflage, glaube ich, von 91, also im letzten Jahrhundert, ja, die dort definiert hat, KI erforscht, wie man Computer dazu befähigt, Dinge zu tun, die Menschen im Moment noch besser lösen können. Sie alle hier im Publikum wissen natürlich, dass digitale Transformation nicht das Gleiche ist wie KI oder Machine Learning oder Deep Learning, sondern dass digitale Transformation, also die Überführung von Informationen aus der realen Welt in digitale Repräsentationen, die Grundlage dafür liefert, dass wir Algorithmen und dann eben auch KI-Algorithmen anwenden können. Ja, also je mehr Daten, desto mehr ist zugreifbar und möglich für insbesondere natürlich Machine Learning-Algorithmen. Oben in dem kleinen Schaubild sehen Sie, was Sie vermutlich auch wissen, KI als Teilbereich der Informatik, das habe ich ausgeführt. KI hat viele Methodenfamilien. Die zwei zentralen sind die wissensbasierten Methoden, die häufig auf logischen Repräsentationen, symbolischen Repräsentationen basieren, und dann die datengetriebenen Methoden des maschinellen Lernens. Dort gibt es jede Menge verschiedener Ansätze, nicht nur neuronale Netze und tiefe neuronale Netze, sondern eben auch Random Forest, Support Vector Machines, Bayesian Lernen, Markov-Ansätze und so weiter. Und ein Bereich ist dann wieder innerhalb des Machine Learning ein Teilgebiet, das Deep Learning. In dem Bereich haben wir in den letzten 10, 15 Jahren sehr viele wirklich sehr erfolgreiche verschiedene Architekturen kennengelernt. Erstmal die Convolutional Neural Networks, CNNs, die zum Beispiel sehr erfolgreich für Bildklassifikation sind, oder aktuell die Generative Pre-trained Transformers als generative Modelle mit Self-Supervised Learning, die eben den großen Sprachmodellen wie GPT-3 zugrunde liegen. Deep Learning oder allgemein Machine Learning hat nochmal einen Schnittbereich mit einem anderen Gebiet, nämlich mit Data Science und Statistik, die hier eben zusammenkommen. Das heißt, die Methoden in dem Bereich sind nicht mehr nur die algorithmischen Grundlagen und formalen Grundlagen aus der Informatik und KI, sondern eben auch aus dem Bereich Data Science, Statistik. Ja, was Sie auch mitnehmen sollten ist, oder was Sie hoffentlich schon wissen, dass die meisten Computerprogramme natürlich gar nicht auf KI-Methoden basieren, ne? Ihr Textverarbeitungssystem, Ihr E-Mail-Programm, Ihr Webbrowser, Ihre Tabellenkalkulation, die Steuerung für den Airbag im Auto und so weiter, die basieren nicht auf KI-Methoden. Denn man muss sich immer im Klaren sein, dass man, sobald man KI-Methoden einsetzt, die Ansprüche an Korrektheit und Vollständigkeit aufgibt. KI-Methoden machen Sinn, wenn ein Problem entweder so komplex ist, dass wir die optimale Lösung nicht mehr effizient berechnen können. Das heißt, es würde viel, viel, viel zu lange dauern. Also Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende und noch viel länger bei vielen Problemen, etwa im Bereich Scheduling, sowas harmloses, klingendes wie ein Rundreiseproblem. In diesem, wenn wir es mit solchen Problemen zu tun haben, nutzen wir heuristische Methoden als Approximation. Wir probieren nicht mehr alle Möglichkeiten aus, sondern wir gehen nur noch vielversprechend scheinende Wege, und damit ist man eben dann unvollständig und hofft, wenigstens eine ganz gute Lösung zu finden. Man kann aber nicht mehr versprechen, dass man zum Beispiel wirklich den kürzesten Weg findet bei einem Rundreiseproblem.
Gerade jetzt im Kontext von Deep Learning und generell maschinellem Lernen ist relevant, dass wir natürlich auch jede Menge Probleme haben, die wir gar nicht vollständig formal beschreiben können, wie ich es auf der ersten Folie als Motivation damals von John McCarthy und Kollegen genannt habe. Wenn ich ein Problem gar nicht mal vollständig beschreiben kann, kann ich es auch nicht mehr sozusagen zu Fuß programmieren. Was ich dann eben tue, ist, ich probiere dieses Programm, diese Abbildung von Eingaben auf Ausgaben zu approximieren durch ein aus Daten gelerntes Modell. Ich habe also zwischen einer Eingabe und einer Ausgabe nicht mehr ein explizit programmiertes Computerprogramm stehen, sondern eine Blackbox meistens, wenn es ein neuronales Netz ist, ein aus Daten generiertes gelerntes Modell. KI hat sich bisher in drei Wellen entwickelt. Die erste Welle, ich habe es schon genannt, hatte den Fokus auf der expliziten Repräsentation von Wissen. Schon in dieser Zeit, das sollte man nicht vergessen, wurde sehr viel geforscht im Bereich Lehre und Lernen tatsächlich, nämlich im Bereich intelligente Tutoring-Systeme, ITS, die nämlich sozusagen die Geschwister der damals sehr prominenten Expertensystemforschung waren. In dem Fall hat man kombiniert ein Expertenmodell als Domänenmodell, das zum Beispiel in der Lage ist, für einen bestimmten Problembereich Lisp-Programme zu generieren und dann eben ein Lernendenmodell dazu, was Lernende beobachten kann, wenn sie Lisp-Programme schreiben und ihnen dann kontextsensitiv Feedback geben kann. Leider sind diese Ideen in den 90ern, als man sich dann eher für Multimedia und Hypertext und überhaupt nicht für KI interessierte, in Vergessenheit geraten und dann kam E-Learning, was deutlich weniger den Anspruch hatte, wirklich Wissen zu Kompetenzen auf der Ebene von Verstehen zu vermitteln und eben entsprechend eine individuelle Diagnose und Feedback zu machen. Warum ist denn diese erste Welle nicht weitergegangen? Es liegt vor allem an etwas, was wir Polanyis Paradox nennen können. Polanyi, Wissenschaftler, hat festgestellt, dass wir eben große Anteile unseres Wissens gar nicht inspizieren und damit nicht verbalisieren können. How can we know so much more than we can tell? Wie können wir so viel mehr wissen, als wir sagen können? Und dieses implizite Wissen, zum Beispiel das Erkennen einer Katze auf einem Bild oder auch die Klassifikation einer Hautveränderung als Hautkrebs oder nicht, das ist implizites Wissen, was wir eben nicht vollständig beschreiben können und damit genau der Bereich, wo maschinelles Lernen erfolgreich ist. Das ist die zweite Welle der KI. Beeindruckende Erfolge haben wir eben genau bei der bildbasierten Klassifikation erlebt. Da ging der erste Hype los, etwa so 2012. Aktuell der Hype ist wieder eine andere Netzwerkarchitektur, da komme ich noch drauf zu sprechen. Allerdings hat man dann doch schnell gemerkt, dass es so einfach dann auch nicht ist, dass man sich denkt, wow, jetzt habe ich End-to-End-Learning mit CNNs, was heißt, ich kann direkt meine Rohdaten in ein Lernverfahren wie ein CNN geben und kriege direkt zum Beispiel einen Klassifikator raus. Sondern wenn ich mit dem Sammeln meiner Daten, mit der Datenqualität nicht aufpasse, dann gilt eben Garbage in, Garbage out. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel unerwünschtes Overfitting, Clever-Hans-Effekte, wo das Modell so tut, als würde es korrekt klassifizieren, aber eigentlich auf irrelevante korrelierte Merkmale guckt und so weiter.
Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass der Erfolg bei der ImageNet Challenge, da habe ich oben die Grafik dazu, dass dieser Erfolg von CNNs, dem AlexNet im Jahr 2012 maßgeblich für diesen großen Hype war, das neue Interesse an KI, jetzt eben vor allem an Deep Learning. Warum? Wir haben hier die Top 5 korrekt für Bildklassifikation ImageNet. In dem Fall waren es 4 Millionen Bilder, die von Menschen handgelabelt waren, ja, the invisible unhappy workforce, ja. 4 Millionen Bilder, die gelabelt waren für 1000 Kategorien, Gebäudearten, Tierarten, Pflanzenarten, Fahrzeuge und so weiter. Und was Sie da sehen, ist, dass man einen wirklichen Sprung hatte von 26% Fehler zu 16,4. Inzwischen ist man noch viel weiter. Sie sehen auch, dass Menschen tatsächlich 5% Fehler machen. Das wundert nicht, weil wenn Sie sich da die Pflanzen, Hunde, Katzen, Bilder und so weiter angucken, sind das manchmal sehr, sehr spezielle zum Beispiel Hunderassen, wo eben nicht unbedingt ein Mensch, der da kein Experte, Expertin ist, die Antwort wüsste. Genau, also Sie sehen hier einen Bereich, wo Deep Learning enorm erfolgreich war, End-to-End-Learning. Allerdings hat man dann auch schnell gemerkt, dass wenn man nicht gut nachvollziehen kann, wie diese komplexen Blackbox-Modelle wirklich zu einer Ausgabe, zu einer Entscheidung kommen, dass man dann in vielen Bereichen, etwa in der Medizin, aber durchaus auch in der industriellen Qualitätskontrolle, die Systeme nicht wirklich gut einsetzen kann, weil man eben doch Kontrolle über das braucht, mehr oder minder, was da passiert. Entsprechend die dritte Welle, erklärbare KI, das ist mein Forschungsbereich vor allem, aber auch zunehmend hybride KI, also Nutzen von Wissen, etwa für die Architekturentscheidung, Datenauswahl, Annotation, aber natürlich auch die Kombination von wissensbasierten Ansätzen der ersten Welle, die natürlich die ganze Zeit weiterentwickelt wurden, mit aktuellen Methoden des Machine Learning und mehr, gerade in Bereichen, wo es gar nicht so leicht ist, hohe Datenqualität und große Mengen von annotierten Daten herzukriegen, eben auch interaktives Lernen. Jetzt komme ich kurz noch zum Lehren und Lernen mit KI. Ich habe mich natürlich ganz schön verquatscht am Anfang hier. Hier sehen wir die von mir schon genannten intelligenten Tutorsysteme, wo es eben wirklich um kognitive und konstruktive Ansätze zur Unterstützung des menschlichen Lernens geht. Auf der anderen Seite haben wir hier Learning Analytics, das datenbasierte Scoring, auch Predictive Analytics genannt, wo es eben darum geht, dass wir etwa in einem intelligenten Dashboard Unterrichtsmanagement unterstützen. Ja, das sehe ich schon an manchen Stellen vielleicht Vorteile und Nutzen für Lehrkräfte, aber ich sehe da doch auch einige Gefahren. Ja, wenn Sie tatsächlich aus Schülerdaten Modelle lernen, etwa wann gibt jemand die Hausaufgaben ab, wie viel beteiligt sich jemand in Foren, wie viele korrekte Antworten werden in etwa Multiple-Choice-Tests gegeben, was waren die letzten Noten in verschiedenen Schulaufgaben und so weiter. Und man daraus ein Modell lernt, was vorhersagt, ob der Schüler, die Schülerin zum Beispiel im Halbjahreszeugnis eine 5 in Mathe hat, muss man sich klar machen, dass solche Modelle eben nie korrekt sein können, ja, und dass sie vor allem ja eigentlich im Mittelwert gut funktionieren, aber für eine einzelne Person eigentlich nie den Anspruch auf Korrektheit haben können, ja. Wenn Sie in einem Krankenhaus vorhersagen wollen, ob genau Patient Müller von mir aus Dekubitus kriegt, ja,
wird es mit einem viel, viel höheren Fehler behaftet sein, als wenn Sie sagen, ob Patienten nach folgender OP mit folgender Liegezeit und folgenden soziodemokratischen Daten Dekubitus kriegen. Ja? Da ist eine viel sinnvollere Aussage. Das heißt, eigentlich sollte Predictive Analytics eher verwendet werden, damit eine Lehrkraft sieht, oh, guck mal, eine Mehrzahl meiner Schülerinnen und Schüler haben Probleme mit Aufgabentyp X oder Thema Y, aber nicht zur Vorhersage des Lernerfolgs einzelner Individuen. Generell führt uns Learning Analytics, aber auch Gamification eigentlich zu einem Rückfall in den Behaviorismus, den wir eigentlich doch schon lange überwunden haben. Man probiert, möglichst viele Verhaltensdaten zu sammeln und dann aus Verhalten Vorhersagen zu treffen, während die ITS, die intelligenten Tutorsysteme, ja den Fokus haben auf individueller Fehlerdiagnose und individuellem Feedback. Also eine ganz andere Orientierung als die oben genannten Ansätze. Das Overfitting habe ich jetzt schon mehrfach erklärt. Hier sieht man nochmal den Clever-Hans-Effekt. Sie könnten denken, Sie hätten super gut gelernt, ein Modell, ein CNN etwa, mit dem Pferde auf Bildern erkannt werden. In Wirklichkeit hat sich aber ihr Lernalgorithmus es einfach gemacht. Ja, es sind ja Optimierungsalgorithmen. Es hat viel robuster, blöderweise korreliert erkannt. Viele Pferdebilder haben unten so eine Textmarke gehabt. Das heißt, das Modell hat gelernt, immer wenn da eine Textmarke ist, sage ich vorher, da ist ein Pferd auf dem Bild. Ganz kurz noch zu ChatGPT. Haben Sie sicher alle inzwischen damit rumgespielt, wenn es etwa um Fragen geht, wie was bedeutet hier eine bestimmte englische Phrase, wo ich auch noch einen Fehler eingebaut habe. Ich habe about geschrieben, obwohl es over heißt, dann ist das alles wunderbar. Aber Sie kennen alle die Probleme des Halluzinierens, dass wir eben auf die Frage, was ist schwerer, ein Kilo Watte oder ein Kilo Stahl, sehr überzeugend erklärt bekommen, warum ein Kilowatt leichter ist. Das heißt, man sollte ChatGPT nie Dinge fragen, die man nicht weiß. ChatGPT ist nicht dazu gemacht, Auskunft über Fakten zu geben. Auch nicht zum Beispiel Empfehlungen im Gesundheitsbereich und so weiter. Es ist eher als Ideengeber und eben Textgenerator mit entsprechendem Prompting gefragt. Das hier habe ich vor ein paar Wochen probiert, wenn 5 Personen in einen Bus einsteigen und 8 aussteigen, wie viele Passagiere sind dann im Bus, dann kriege ich sehr eloquent gezeigt, was wir alle auch schon wissen, dass ChatGPT nicht rechnen kann. Ich finde den aktuellen Hype und ChatGPT enorm wertvoll und wichtig, gerade im Kontext Bildung, denn damit wurde endlich eine Diskussion angeregt, die eigentlich schon seit Suchmaschinen, Wikipedia und Erklärvideos schon lange angebracht ist, nämlich, wie soll Bildung aussehen im Zeitalter der Digitalisierung und jetzt eben auch im Zeitalter von künstlicher Intelligenz? Was sind Kompetenzen, um die es gehen soll? Ich denke, ChatGPT kann uns in vielen Bereichen helfen. Ja, Verbot einer Nutzung macht wirklich wenig Sinn. Generell probiere ich, KI-Systeme zu entwickeln, und das machen viele natürlich KI-Forschende, um menschliche Kompetenzen zu erweitern und zu fördern. Probleme sind aber eben, dass wir keine Faktentreue haben, dann vielleicht oft weniger beachtet, dass unsere Sprache enorm gestreamlined wird, dass wir damit durch die entsprechenden Content-Filter, die drinstecken, die übrigens auch von vielen, vielen Menschen teilweise traumatisiert, die teilweise traumatisiert wurden, mit Supervised Learning überwacht, also annotiert gelernt wurden,
Verlust an Urheberrecht, gerade finde ich bei den Bildgeneratoren. Und natürlich sollten wir weiter schauen, dass wir unsere Fähigkeit zum Strukturieren komplexer Sachverhalte, also zum selbstständig längere Essays schreiben, nicht verlieren. Ja? Okay, ich würde es dann an dieser Stelle belassen. Ich, wie immer, war ich nicht so ganz diszipliniert mit meiner Zeit. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und freue mich auf eine Diskussion. Ute Schmid. Also donnernder Applaus im Raum, aber auch im Netz. Es gibt total viel wertschätzende Beiträge von Aficionados und Aficionados zum Thema KI, aber auch von eher KI-fernen Teilnehmenden. Also tausend Dank. Darf ich? Ich mache mich auf für Fragen aus dem Raum oder auch aus dem digitalen Raum. Die PPTs werden insofern zur Verfügung gestellt, dass alle Streams hochgeladen werden. Also in den nächsten Tagen ist alles wieder anguckbar. Das heißt, nichts ist verloren. Liebe Ute, kurze Frage. Ich will zurück zu der Prüfungsfrage. Der Satz hieß vorhin, wie geprüft wird, wird gelernt. Heißt das, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir ausgelöst durch ChatGPT Prüfungen total verändern müssen, weil die alten Prüfmethoden nicht mehr funktionieren, ist das dann eine gute Nachricht dafür, dass wir Kreativität des Lernens wirklich Tür und Tor öffnen? Ist das eine automatische Folge von diesen wahnsinnigen Entwicklungen? Oder nicht? Es ist eine gute Chance. Es ist leider, denke ich, keine automatische Folge. Übrigens möchte ich kurz noch sagen, ich habe nur anekdotische Evidenz zu meiner Behauptung, wie geprüft wird, wird gelernt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es da breitere empirische Studien gibt, ne? Weil ich komme ja auch nicht aus der Bildungswissenschaft. Also prüft mal meine Aussage nach, ob ich hier eine seriöse Quelle bin, ne? Okay. Ich glaube, wenn wir wirklich Prüfungen wieder umstellen wollen, muss einiges passieren. Erstens mal, als ich Informatik studiert habe, oder ich habe ja Psychologie und Informatik studiert, in beiden Fällen hatte ich nicht nur Klausuren, sondern auch mündliche Prüfungen. Ja, das ist sehr wichtig, und gerade in der Informatik etwa war es auch so, dass wir unsere Übungsaufgaben jede Woche wissenschaftlichen Mitarbeitenden präsentieren mussten, und das hilft wahnsinnig viel. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, das wissen wir alle, dass Bildung eben auch zeit- und personalintensiv sein muss, wenn sie gut sein muss, und wir brauchen auch qualifiziertes Personal. Also deswegen, das ist die eine Sache. Das zweite ist, wir leben ja, sag ich mal, auch ein bisschen arg plakativ in einer Rechtfertigungs- und Absicherungsgesellschaft, immer mehr, ne? An Schulen, denke ich, ist es offensichtlicher als an Unis, dass Lehrkräfte halt immer wieder Angst haben, dass von mir aus Eltern kommen und hinterfragen, warum hat mein Kind hier eine 2 und keine 1? Und mit so einem Multiple-Choice-Test, so doof er vielleicht auch gemacht ist, habe ich immer ganz schnell so eine Pseudo-Objektivität drin, die eben sagt, guck mal, da war das Kreuz und da hätte es hingehört. Und wenn ich jetzt halt viel freiere Formate wähle, dann muss ich als Lehrkraft an Uni wie Schule eben erklären, warum ich hier nicht alle Punkte gegeben habe. Und das ist ja manchmal gar nicht so leicht. Verstanden. Noch ganz kurz, wir gehen jetzt in die letzte Minute oder schon fast eine drüber. Ganz kurz, ich fasse zwei Fragen aus dem Netz zusammen. Können Sie etwas an Erkenntnissen über das menschliche Lernen in der Auseinandersetzung mit KI-Systemen sagen? Vielleicht noch wirklich zwei, drei Stichworte. Und dann war noch mal die Frage, bisschen mehr noch zu intelligenten Tutorsystemen oder die Lieblingsfrage meiner Studierenden, kommt das in der Prüfung? Also sind jetzt drei verschiedene Aspekte. Suchen Sie sich was raus für die letzten 30 Sekunden. Coole Sache. Also vielleicht das Thema menschliches Lernen, maschinelles Lernen. Ich glaube, wenn wir sinnvolle Tools für Bildung, sinnvolle KI-Tools für Bildung entwickeln wollen und einsetzen wollen, brauchen wir massiv interdisziplinäre Forschung mit Psychologen, Bildungswissenschaftlerinnen, Bildungswissenschaftlern und eben KI-Expertinnen und Experten. Das, was ich immer gerne bringe, was ich heute aus Zeitgründen nicht bringen konnte, menschliches Lernen und maschinelles Lernen ist schon noch sehr verschieden. Also auch wenn jetzt irgendein CNN irgendwo bessere Performance hat als ein Mensch, etwa bei ganz spezifischen Hundesarten oder Pilzsorten,
dann ist trotzdem der Mensch nicht zu schlagen in dem, was Robustheit angeht und auch Lernen aus wenigen Daten. Denn wir Menschen machen ja genau hybrides Lernen. Wir nutzen ja, was wir wissen, wenn wir lernen. Ich muss ja, wenn ich schon mal Tiere, wenn ich schon mal grundsätzliche Dinge weiß, nicht immer wieder nur rein von Rohdaten ohne jedes Vorwissen lernen und dann erkennen, das Tier hat ja auch wieder Augen. Ja? Liebe Ute Schmid, ich würde Ihnen wahnsinnig gerne weiter zuhören, aber ich kriege sonst einen auf den Deckel, wenn ich massiv über die Zeit gehe. Es macht große Freude. Tausend Dank für alle, die es nachhören und nachlesen wollen. Vielleicht können wir das auch noch verlinken mit den Links, die Sie haben. Vielleicht können Sie die uns noch schicken. Ab nächste Woche ist dieses Video auch im Stream wieder verfügbar.